Hallo, guten Tag und herzlich willkommen zu Super Mario Sunshine. Ich begrüße euch hier ganz herzlich, nachdem wir im letzten Part die 100% in Monte Bianco geholt haben. Mit 100 gelben Münzen und den roten Münzen. Und nun werden wir hier in das Licht gehen. Nix passiert. Oh, sieh dir mal die Sonne an. Du wirst dafür später belohnt werden. Das Licht scheint also erstmal einfach nur so. Schön. Dann werden wir in die zweite Welt gehen, um dort ein bisschen für Ordnung zu sorgen. Ich muss noch sagen, dass im letzten Part leider kein Kommentar zu hören ist. Das tut mir wirklich sehr leid. Das ist leider auch nicht das erste Mal. Die Capture Card hat einfach den Ton am Anfang aufgenommen und dann nach 3, 4, 5 Minuten war ein Tonausfall. Bei mir hat das Mikrofon noch ausgeschlagen, aber es war leider kein Ton zu hören in der Aufnahme. Das ist sehr schade und ich habe das auch nicht gespeichert. Gesave State sagt man dazu. Daher, ja, diese Worte müssen an euch gerichtet werden. Es tut mir wirklich sehr leid, dass da kein Kommentar zu hören ist. Für die, die gerne eine Stimme haben in den Videos. Das macht nämlich einen Let's Player aus. Aber, naja. Aber es wäre lustig gewesen, wenn ein Kommentar da gewesen wäre. Ich habe mich nämlich auch ein bisschen aufgeregt. So, Porto d'Oro, die eingesperrte Insignie. Die müssen wir bekommen. Dafür müssen wir diesen Parcours machen, wie ich schon sehe. Ja, Mario, jump and run. Was willst du noch? Was bist du denn für ein Viech? Aha. Du bist für Stress, was? Warte. Oh, jetzt klettert der auch noch hoch. Warte. Vielleicht geht das. Ja. Es gibt gleich noch eine blaue Münze. Haben wir gesaved? Perfekt. Ja, wer hätte das gedacht, dass es eine blaue Münze gibt? Bei den Gegnern. Haben alle diese Gegner eine blaue Münze? Oder war das jetzt random? Nö. Das war jetzt zum Beispiel random. Und eine Stampfattacke macht ihr nichts aus, ne? Aber so ein bisschen Wasser. Ah, was machst du hier? Fegst du hier den Boden? Oh, lalalala, ich verleihe dem Dreck Glanz. Ähnlich dem Sonnenkranz. Ich hab's noch nicht geschafft. Nein, noch nicht ganz. Ein Reimemeister. Ich schrubbe, bis die Sohlen der Leute darauf quietschen. Ey, geh nicht dorthin. Und Wasser macht denn auch nichts aus. Na gut. Wie Mario dann rückwärts fliegt, ne? Richtig geil.
Oh, Skill. Gleich mal Ausschau halten, ob es hier noch irgendwo blaue Münzen gibt. Also die eine war jetzt ziemlich random, wie gesagt. Ah, da ist ein X. Gut zu wissen. Und vielleicht haben wir bei dem blauen Münzen-Level auch noch mal, Oh. Ist die da vorne gespawnt? Oder wo? Dazu müsste ich wissen, wo das andere X ist, ne? So weit weg wird es ja wohl nicht sein. Hier ist das eine. Ich will wissen, wo das nochmal spawnt. Irgendwo, wo was Rotes ist. Was macht die Kanone hier? Da ist ein blauer Kasten. Welche Düse gibt es dann? Das ist einer meiner Schwebedüsen. Die haben wir ja schon. Kommen wir doch nicht sofort da hoch. Ja, weil das nämlich alles hier oben ist. Hier spawnt die andere Münze, ne? Irgendwo hier. Ja. Hier sieht es nämlich genauso aus wie dort drüben. Und da ist auch noch eine weitere blaue, die wir uns auch holen werden. Jo. Ja, aber die ist nicht mehr hier. Die ist nicht mehr hier. Wie schnell ist sie verpufft? Das ist lächerlich. Aber mit einem guten Timing können wir dann ganz schnell sein und die blaue Münze hier holen. Gibt es denn hier irgendwelche besonderen, sagen wir mal, Turbo- oder Schubdüsen? Ich will die Münze da haben. Yeah! Wenigstens die haben wir bekommen. Wenigstens die haben wir bekommen. Ja, also ich kann versuchen, also hier gibt es auch eine rote, blaue Münze, wie ich es gerade sehe. Die direkt auch hier spawnt. Perfekt. So muss das sein.
Geilomat. So, wenn ich es so mache. Könnte ich die rote Münze wenigstens von dort aus schnell erreichen? Nur der Weg hier hoch ist halt ein bisschen behindert. Oh, unser schöner Hafen ist wieder sauber. Oh, was für ein Tag. Dennoch, ich habe ein flaues Gefühl in der Magengegend. Ich bin nur ein Pessimist. Das ist alles. Ja, da könnte jedes Set der weiße Hai rauskommen. Gut. Das war's schon. Wir waren viel zu langsam. Die spawnen aber auch ultra schnell, oder? Das geht so schnell. Jetzt haben wir das schon von weiter weg gemacht. Das ist trotzdem nicht schnell genug, also... Das hat nicht gereicht. Und ich war schon ultra schnell. Ich lasse das erstmal sein. Ich schließe dieses Level jetzt erstmal ab. Und notiere mir... Münzen, 2 Stück. Blau. Dass man das noch nachholen muss. Wir werden das nachholen. Aber nicht sofort. So. Jetzt will ich erstmal da ganz rauf. Gucken, was mit der, der Schein ist. Da oben sind die Tintenfische. Und da ist noch eine blaue. Ich weiß nicht, ob wir da hinkommen. Aber ich will es versuchen. Oh, leider nicht. Es hat nicht gereicht. Och Gott, wie hält man sich denn an diesen Haken fest?
Und ich fall wieder runter. Irgendwie bockt das gar nicht. Vor allem, wir haben wieder kein Wasser mehr, ne? Wie lächerlich ist das denn? Ja gut, dann mache ich das anders. Wir arbeiten mit den Trägern hier. Na, Opi? Oh, siehst du die Insignie der Sonne? Dort oben, in den Käfig? Ich sah sie zuerst. Ziemlich cool, oder? Aber wie in aller Welt komme ich dort hinauf? Du kannst dich auf jeden Fall an den Haken festhalten, ich weiß nur noch nicht wie. Und ich schaue die ganze Zeit auch danach, ob hier blaue Münzen sind. Was hat er hier mir zu sagen? Hä? Du schon wieder? Nun, ich bin bereit, dich auf die andere Seite zu werfen. Bitte, was willst du? Ich wollte nicht. Das wollte ich nicht. Ich wollte nicht geworfen werden von dir, du Fettwanst. Alles klar. Alles klar. Ich wollte da nur rauf, aber ja. Kopf hoch, ne? Kopf hoch, Freunde, Kopf hoch. Oh, man kann also doch zwei Kisten nebeneinander zerstören. Oh, Wunder, oh, Wunder. Das ist wie im Kino. Kennst du diese Szenen? Da liegt etwas auf dem Gullideckel und er geht nicht auf. Gerade so drauf gelandet. Okay, wie leicht wir sie einfach von der aus dem Dings boxen können. Tschüss. Was willst du, Mann? Mach keinen Stress hier. So. Weg ist er. Was will der Fisch jetzt hier? Ah, die hüpfen hier auch noch rum. Ätzender Mist. Wie in Lost Levels hier. Wie in Lost Levels. Wenn du mich jetzt wirfst, ne? Aber nein, das hat er bestimmt nicht vor. Wow, du hast es bis hierher geschafft. Ey, übrigens, hast du mit dem Kerl auf dem Dach dort drüben gesprochen? Ja, normal habe ich das. Und jetzt? Was soll ich mit dem Typen? Eben schon wieder vergessen, was der gesagt hat. Wir können ihn noch mal fragen, was er sagen wollte.
Na, was wolltest du sagen? Das ist wie im Kino. Ah, mit dem Gullideckel? Ah, ein Hinweis zu den Sternen, ne? Okay, so einfach kommen wir nicht zu der blauen Münze. Oh, Mario, bitte, halt dich fest. Die Kamera ist echt doof. Oh Gott. Mach keinen Scheiß hier, ne? Mario. Mach keinen Scheiß hier. Ja, er fällt am Ende wirklich noch runter. Wegen der scheiß Kamera. Das ist doch das Letzte, was ich hier irgendwie will, runterfallen. Dass ich hier auch immer alles in Höhen abspielen muss, ne? Die Kamera ist doof. Ich sehe nichts. Wir müssen da jetzt rüberfliegen, ne? Um die blaue Münze zu bekommen. Es geht nur darum. Sehr gut. Keinerlei Probleme bis jetzt. Oh, er hat mich zwar getroffen, aber wir haben die blaue Münze. Und ich sag dir, das ist mein Hassgegner. Ich hasse ihn. Weil wegen ihm werden wir jetzt noch 100% jetzt runterfallen. Oh, wir fallen nicht runter. Aber warte mal, warte mal, warte mal. Halt die... Jetzt sind wir runtergefallen wegen ihm. Sein Ernst? Sein Ernst? Das ist nicht sein Ernst. Lol. Wie er uns immer trifft, ne? Ich hasse die Gegner. Du kannst sie nur mit Wasser bespritzen und immer auf so, immer in der Luft. Entweder auf Seilen, wie im letzten Part oder jetzt hier oben auf Gerüsten. Immer da sind sie platziert. Richtig ekelhaft, ne? Brauchst aber gar nicht so einen Sprung hier machen. Bringt dir gar nichts. Wir müssen eh wieder komplett drauf. Weiß ich auch einfach was Besseres. Oh. Wir können da runter. Entspannt. Die gibt's aber auch in jeder Welt, oder? Entspannte Lage, Mann. Und die Untergrundmusik! Die Untergrundmusik von Super Mario Go Remixed! Klingt gar nicht mal so schlecht. Sind aber auch nur Münzen, oder? Ha ha ha!
Ah, das hat er auch bezweckt. Leute, ja, ich weiß, was du sagen willst, Mensch. Aber es gab da noch einen Weg. Ja, aber da gab es, wie gesagt, nur Münzen. Und gehen wir jetzt hier nochmal lang. Ah, kommen wir da nicht raus. Ja, aber läuft doch. Nur zu der anderen blauen Münze, da müssen wir jetzt auch noch mal hin. Die da hinten war. Die war da hinten. Jetzt will ich mal gucken, bis der Greifhaken hier ist. Ich bleib mal unter ihm stehen. Ich kann mich nicht halten. Egal, was ich tue. Warum ist da eigentlich so ein... Warum sind da Gitterstäbe? Ich kann mich da auf jeden Fall nicht dran festhalten. Weiß auch nicht wieso. Und weiß auch nicht, warum das einfach so weit weg ist, dass ich da nicht rankomme. Gott. Aber ich weiß, dass wir da auf jeden Fall hinkommen. Von dort aus. Und dass ich es mit einem Versuch noch versuchen kann. Nur das Teil. Yes! Wir haben die blaue Münze bekommen. Und brauchen jetzt eh wieder Wasser. Dann gucken wir nochmal auf dem anderen Schiff, was dort ist. Ob hier irgendwie blaue Münzen sind. Oh, vielleicht kann ich mich aber an der Stange festhalten. Ich bin die ganze Zeit davon ausgegangen, dass es der Haken ist. Das ist die Stange, oder? Ja. Perfekt. Und du hast deine gerechte Strafe schon bekommen, mein Freund. Ja. Damit hätten wir jetzt hier aber auch zwei weitere Münzen. Und jetzt wollen wir nur noch den Stern kriegen. Weil die zwei Münzen da, die finde ich ziemlich asozial. Da werde ich nochmal gucken, wie ich die am besten kriege. Weil kriegen will ich sie auf jeden Fall. Was? Wieso ist sie denn jetzt weg? Gut, wir müssen uns da gleich festhalten. Wir müssen exakt sein.
Dein Ernst? Mario! Mario, warum hältst du dich nicht? Sein Ernst? Wieso lässt er los? Was soll das denn? Ich wollte gerade sagen. Hä? What? Warum? Er sollte nicht loslassen, verdammte Axt nochmal. Und das war auch klar, dass er sich nicht festhält. Er fliegt safe runter, wie wir das gerne haben. Okay, Leute. Erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Super Mario Sunshine. So, ich merke mir jetzt erstmal.